Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ihr wisst gar nicht, was mir gerade aufgefallen ist. Wir haben keine Wetterdaten. Wie sollen da bitte schön Flugzeug wissen, wie das Wetter wird? Das müssen wir ganz schnell überarbeiten, weil geht ja mal absolut gar nicht. Das sind, das ist eine Radarüberwachung. Die neue, die könnte man einsetzen. Aber ich wollte eigentlich fürs Wetter was haben. Und ich habe mir mal gedacht, wir setzen das hier hinten an. Da hat das einen schönen Platz. Jetzt schon für die großen Maschinen auch den Enteisungsplatz. Den können wir leider noch nicht irgendwo anbringen. Und wir haben, glaube ich, auch mittlerweile ja schon den großen Tower eigentlich. Wenn ich mal schaue, wir haben den großen Tower schon. Der ist so groß wie hier unser Hangar. Wenn der hier platziert ist, dann ist ja aus mit Spiel und Spaß und Freude. So ungefähr. Wir sind hier gerade eigentlich optimierende Arbeitszeiten, beziehungsweise kriegen wir dauernd neue Anfragen für Flüge rein. Dadurch, dass wir hier viel Zeiten haben, wo einfach noch Flüge reinpassen, können wir hier noch ein bisschen was rein pumpen und schauen, dass wir zwischendurch einfach noch ein paar Lücken füllen. Die ist leider zu klein, da nimmt es auch keiner, hier auch nicht. Hier über Nacht ist noch ein Platzteil frei, dann schauen wir mal auf den Sonntag, der ist ja noch relativ leer eigentlich, wenn wir das uns so anschauen. Müssen wir schauen, dass wir den hier relativ gut füllen schon. Okay, er kriegt für uns schon mal hier das in Ordnung. Maple Air ist auch wieder dabei und hat auch wieder ein, zwei schöne Maschinen für uns bereitgestellt, um die Tage zu füllen. So. Schauen wir, dass wir den Planer langsam vollkriegen. Ich würde es ja gerne nicht machen, aber wie scheint, kriegt es mein Team an CIOs nicht hin. Deswegen machen wir das jetzt mal fürs Erste selber, um einfach finanziell uns wieder ein bisschen aufrücken zu können. Bis wir hier relativ gut dastehen, denke ich, ist das der beste Weg. Was schade ist, dass du nicht einfach mehrere bestätigen kannst. Oder du planst, schiebst du drauf, schiebst rum und bestätigst dann erst. Das wäre, fände ich, noch so eine Sache, die mir wahrscheinlich öfters mal ein bisschen die Zeit geben würde, die ich bräuchte. Gut, schauen wir mal. Jetzt haben wir natürlich schon viel gemacht. Viel fliegt hier, viel passiert. Ich hoffe, dass wir zeitlich, ja, vier stehen hier ready, um abzufahren, wie es scheint. Die warten nur drauf, losgetowt zu werden. Warum macht's nichts? Da ist der Generator gerade weg. Der erste macht sich ready. Der nächste geht auf die Startbarrikade. Ja, schaut euch das an, jetzt geht das Geld auch mal richtig schön voran. Jetzt geht der nächste. Allein dem der Stunde haben 21 plus gemacht. So will man das ja eigentlich auch. 25 plus schon. 30 plus. Das ist grandios gut. Jetzt ist der nächste Stunde und gleich mal wieder 15 minus. Aber das ist eigentlich perfekt, so wie das laufen sollte. Das soll auch. Schauen wir nochmal einen Stock hoch. Wie schaut es die aus? Die sind zu. Ja, die waren natürlich jetzt nicht begeistert von dem Kauferlös, den sie bekommen haben. Ich würde sagen, wir schauen mal, dass wir hier ein bisschen was machen und ein bisschen das Ganze verschönern. Hierzu ziehen wir erstmal ein bisschen schwarzen Boden auf. Und holen dann unseren geliebten Boden hier wieder raus. Und ich mache jetzt einfach mal hier so ein paar Pass-Throughs sozusagen, die in den Laden reingehen sollen. Hier gibt es einen hier. Jetzt gibt es einen Dreier noch hier. Dann haben wir natürlich das Klo. Die zwei Eingänge. Machen hier draußen einen Vierer breiter Gang. So. Ich will natürlich schauen, dass wir einen relativ gemütlichen Flair haben für diesen Flughafen. Was natürlich, jetzt sagen wir mal, nicht unbedingt meine Stärke eigentlich ist. Deswegen wir hier viel bis jetzt noch nicht wirklich optimiert haben von Farben her und allem drum und dran. So,
So, jetzt kriegt es alles schon ein bisschen den anderen Flair. Jetzt hätte ich hier gerne zum Beispiel eine kleine Sitzecke einfach mit ein paar Couches und allem drum und dran. Warum muss das dann dieses Overlay aktivieren? Ich mag es nicht. Ich will sehen, wo ich was hinbaue. Zum Beispiel, ich will jetzt diese Hecke verwenden. Jetzt sehe ich nicht, was hier drunter abgeht, weil sie mir dieses blöde Overlay aktivieren. Kann ich irgendwie sagen, ich will diese Zone nicht sehen? Ich weiß jetzt nicht mal, wo beginnt es hier. Schade, jetzt beginnt hier. Hier beginnt, wenn ich mich jetzt eher nicht zum Beispiel... Jetzt weiß ich ja trotzdem nicht genau, wo ich starten will, weil einfach alles dauernd so undurchsichtig ist. Ich würde gerne eine Hecke platzieren. 1, 2, 3, 4. Bedeutet, wenn wir das so machen... Sollten wir hier... Sollten wir hier einige schaffen können, genau. Das sind jetzt so die Heckenbereiche. Ah, das dieses Overlay automatisch angeht, das ist so eine Sache, die tut mich so ein bisschen nerven. So, das sind jetzt unsere zwei Gebiete für Sitzmöglichkeiten jetzt dann. Jetzt brauche ich dann wieder Sitzmöglichkeiten. Hier in dem Fall natürlich gemütlichere. Das ist gemütlich, stylisch für Leute zum Entspannen. Also wie gesagt, hier geht es jetzt nicht um... Platz, der benutzt wird oder sowas, dann hier sollte es einfach um Gemütlichkeit gehen. Hier so ein paar einfach schöne Sitzmöglichkeiten mitten im Laden drin. Und ich glaube, das ist ja auch gar nicht schlecht. Dann kommen hier Laptops, Tische auf die Rückseite. Das war jetzt nicht der Plan, aber sagen wir es keinem. Laptop-Tische noch. Da kommen dann noch so gute Sessel hin. Und hier dann auch noch mal ein bisschen was rein. Dann nehme ich jetzt wieder meine viereckigen Couches in dem Fall. So. Ah, der muss draußen platziert werden. Okay. Deswegen hat er mich jetzt nach unten katapultiert wie ein Bekloppter. Muss ich jetzt denn eigentlich hier Stühle hinmachen? Damit man das benutzen kann? Ich denke mal schon, oder? Also Laptop-Tisch heißt für mich, dass da muss ein Stuhl mit sein. So, dann schnappen wir uns jetzt ein paar kleine Pflanzen. Die
komme an die Stellen, wo Platz ist für die, wie hier. Wie gesagt, das Ganze wird jetzt ein bisschen heavy vollgeräumt. Aber es soll einfach so ein kleines Pflanzenparadies einfach sein, in dem die Leute entspannen können und auch die Zeit, auf diese, wo sie warten, einfach genießen können. So, und dann müssen wir noch den Boden ändern wieder. Natürlich wird das alles, wo jetzt keiner und kein Sessel steht, parkettiert. Bis hier rüber durch. Da kommen hoffentlich noch Pflanzen hin. Da innen natürlich nicht. Zack. Haben wir in kürzester Zeit alles durchpaketiert. Nutzt er das auch oder wie schaut's aus? Nö, ne? Ich hoffe auch dann damit natürlich, dass, wenn die Leute hier sitzen, auch auf die Möglichkeiten oder Angebote in den Läden hier eingehen und sozusagen lieber in diesen grünen Gebieten warten, anstatt draußen. Frage ist, ob das natürlich funktioniert am Ende. Wäre natürlich ein ganz anderes Gebiet, aber man merkt den Unterschied zwischen hier ist es schon aufbereitet und hier noch gar nichts. Ja, das ist halt leider dann immer mal so. Ich würde mal wieder an den automatischen Flugplan übergeben. Ich will wissen, was er macht. Also jetzt, bis jetzt schaut es hier zum Beispiel noch ganz gut aus, aber hier hätte man zum Beispiel noch einen 6000er Platz frei. Wenn ich einen 6000er ausmache, aber der ist irgendwie, der ist cursed, der Platz einfach. Ich frag mich nicht, was er der hat. Der Sonntag ist nicht noch so schön frei, schaut dir das nicht an. Hier kriegst du einfach so viele 6000er noch rein. Das ist meine größte Sorge, dass ich keine 6000er verkaufe. Weil irgendwie schafft es der automatische Flugbegleiter, das hinzukriegen. Wie schaut denn das aus? Was haben wir denn mittlerweile alles im Angebot drin? Wir schauen, wir waren 50.000 plus. Heutiger Wirtschaftsbericht. Oh, das schaut auch nicht so schön aus. 96 mit Betriebsvertragsverhandlungen. Bitte überprüfen Sie Ihre Verträge, um ein anderes Angebot zu verhandeln. Ich kann schon wieder Angebote verhandeln, das gibt's doch gar nicht. Coast to Coast habe ich Verträge gemacht, die relativ gut stehen, wie scheint. Ich würde ja gerne schauen, dass wir das Angebot kriegen bei denen. Akzeptiert, das ist geil. Das ist perfekt. Und mit Avifuel haben wir wieder eine Verhandlung offen, wie scheint. Ein Angebot senden. Wir haben mittlerweile relativ viele verschiedene Leute offen hier. Aber Sky Garden, ich glaube, mit euch haben wir noch nicht wirklich verhandelt, ne? Schauen wir mal, wenn wir das so reduzieren können. Oh, schau, wie viel schön Geld wir damit sparen werden bald. Mit denen verhandeln hier nochmal. Ah. Also wir sind schon bei riskant. Ich glaube, bei Brixie sollten wir es einfach wieder den Vertrag behalten, den wir davor hatten. Maple Air haben wir hier schon mal. Finde ich die jetzt alle noch aktuell gut. Hier haben wir gleich noch nichts verändert, ne. Also ich kann es euch so sagen, ich hätte gerne abgelehnt. Oh, schade. Ich hätte es einfach bei den großen Flugzeugen lassen sollen, ne? Verhandeln. Jetzt hängt es wieder. So.
ich will mit den Großen das Geld machen. Mit den Großen kriege ich mehr Geld wie mit den Kleinen. Also bin ich froh, wenn ich die Großen gut verhandelt kriege. Der hier hat zum Beispiel ganz viele verhandeln. Mit dem haben wir auch schon viel verhandelt. Wie hoch kriege ich die? Das sind 1800 mehr. Im Fall von großen Flugzeugen. Mega geil. Wie schaut es mit Jumper aus? Mit die haben wir auch schon mal verhandelt, wie es ausschaut. Ich setze für die Kleinen deinen Preis zurück. Setze dafür aber den hohen Flugpreis nach oben. Perfekt. Maple Airs. Hat bis jetzt noch keine Verhandlung mit mir geführt, wie scheint. Ihr kriegt hier mal die Daten bitte durch. Nordic Ways ist eher ein kleiner Flieger, wie es scheint. Der kriegt von mir eher mal hier einen Aufpreis. Auf die großen Flieger, auf die kleinen Flieger noch. Aber die haben wir gerade verhandelt, Leute. Der hat wieder viele große. 1300 mehr. Sehe ich als angemessen auf unserem Flughafen hier. Warum wurde hier als... Warum, okay, ich glaube, es hängt sich gerade ein bisschen auf. Verhandeln, da können wir auch noch auf 1 höher gehen. Dafür gehen wir hier wieder runter. Die Kleinen können aber wiederum mehr kommen, ne? Also eigentlich ist es schon schlau, wenn man schaut, dass man... Vielleicht machen wir das wirklich bei ihm auch wieder so. Ich kriege die restlichen 4 von mir hier rein. Ramp Agent haben Abfertigung, Strap Air Regional, okay, abfliegen, so technischen Defekt gefunden. Eieieiei, der hat nur mittelgroße Flugzeuge schon, bedeutet, bei dem können wir gleich die 1300 hier ansetzen. Welcher ist denn das? Das ist der Tulpin. Der sollte wieder automatisch gehandelt werden. Und ich hoffe, dass er das gut macht. Wir haben noch ein paar offene Fliege hier für den Sonntag. Montag schaut noch sehr leer aus. Wir schauen mal, wie es am Montag dann wirklich ausschaut, wenn er dran ist, das Ganze zu planen. In keinem Fall dürfen wir in ein Minus mehr geraten. In jede Stunde sollte fast positiv sein. Das wäre so das Endziel eigentlich. Wie schaut es mit unseren Läden aus? Bis jetzt 40 Verkäufe gemacht. Du hast 41 Verkäufe gemacht. Das ist natürlich jetzt nicht das Schönste. Ach schau, jetzt hat sie wieder eine Welle erwischt. Der braucht einfach eine schöne Welle an neuen Leuten, die einfach auf ihre Flüge Ewigkeiten warten. Dann gehen sie erstmal hier shoppen, sollen dann nach da drüben shoppen gehen und dann bin ich total happy. Dann sollten wir relativ weit kommen und relativ flott. Jetzt haben wir wieder einen kurzen Stau, wie es ausschaut. Kurzen Stau ist gut gesagt. Wir brauchen mehr Flugfelder, das ist schon mal klar hier. Das Problem ist ja, wir müssen diese blöden Verträge erfüllen, damit sie bleiben. Einmal erfüllt und dann ist alles gut. Erfüllen wir sie nicht, haben wir ein Problem. Und der hat bis 0 Uhr offen und der hier bis auch 0 Uhr. Okay, also wir haben noch 9 Stunden. Jetzt los, warum müssen hier keine mehr? Wollte gerade sagen, warum zur Hölle sind die einfach weg? Mitten in der Pause so, nope, ich habe keinen Bock mehr. Oder war das Mitarbeiterwechsel? Jetzt haben wir auch wieder mittlerweile Dinger. Infos, Schritt 1 von 3. Findet sich das Flugzeug gerade wahrscheinlich hier drin, ne? Ja. 7 Stunden, bis die Reparatur fertig ist. Eieiei. Ich würde ja gerne mittlerweile ein bisschen hier schauen, dass wir das Terminal erweitern. Soweit, dass ich das sozusagen so errichten kann dann. Das werde ich auch gerne durchsetzen. So, weil dann können wir nicht die nächsten 2 Plattformen hier schon aufbauen und einfach Stück für Stück den Flughafen aufbauen. Und das wird nicht der erste auch sein, der zweiseitig hier die Flughäfen oder Flugplattform hat. Was natürlich dazu führt, dass solche Sachen hier viel effektiver sind, weil die Leute in der Mitte quasi unterwegs sind.
das Zeug hier zum Beispiel wird dann auch nur noch hier laufen. Die müssen bedeutet zu Fuß bis zum letzten Gate laufen, kommen noch schneller an den Sachen vorbei. Und ich glaube, ich habe einen Stau verursacht. Schaut gut so aus. Ja, weil LKWs und Sachen gerade angeliefert werden. Das tut natürlich ein bisschen hier in den Verkehr weh. Ich muss den Verkehr eben umräumen. Wir brauchen mehr Privatparkplätze und alles drum und dran. Aber das auch erst wahrscheinlich, wenn wir mehr Flugplätze haben. Wie gesagt, das ist ja unser erstes Terminal. Ich muss schauen, wie wir mit den nächsten Terminals umgehen. Ob wir nicht einfach hier eine Brücke rüberbauen, das hier weg. Brücke drüber. Und hier entlang mehrere Flugplätze oder Parkplätze versuchen zu errichten. Das wird noch alles sehr, sehr interessant. Wir haben gerade auf Lager 6000, okay. Sind wir gerade Schritt 2 von 3 noch. 2 Stunden braucht er noch, bis er abgefertigt ist. Eieiei. Ist schon Freitag. Man sieht schon natürlich, die Preise sind bei uns dementsprechend. Also wir haben jetzt wieder viel ausgegeben natürlich. Wir machen jetzt hier gerade auch den oberen Terminal fertig. Das macht es natürlich nur ein ganz anderes Thema. Hier oben drüber entsteht gerade ein Terminal. Das ist schon etwas heftiger. Achso, das ist die Zufahrtsseite. Die bauen jetzt hier mal den Terminal und alles fertig. Hier entstehen natürlich jetzt Riesendinger. Das darf man natürlich nicht vernachlässigen, was wir jetzt bauen. Aber der zweite Terminal wird sozusagen jetzt fertig gebaut und mit dem sollten wir dann in Zukunft hoffentlich auch einiges schaffen. Wie schaut denn unser Flugplan aktuell aus? Ja, jetzt kurze Pause und dann kommen gleich mal 2 große Flieger wieder an. Die sich dann drum kümmern sollten, dass hier in der Nähe viel passiert. Am besten wäre es eh, wenn wir irgendwann mal so 20 oder 100 Millionen haben und einfach mal die komplette Area umdesignen. Flug nicht wurde in folgenden Ergebnissen abgeschlossen. 100% erledigt, wurde vollständig erledigt. Voll bewegt, einen Berater untersucht, E-Mail zum kurzen Vorfallbericht. Was sagen Sie zum Vorfall? Handlungsmöglichkeiten ab. Betrag der Geldstrafe nicht mit einer Geldstrafe belegt. Finde ich auch geil. Es wird Betrag der Geldstrafe immer automatisch angegeben. Und unser Sicherheitslevel wurde verbessert. Bitte prüfen Sie nachstehenden Zusammenhang. Leute, wir sind eine höhere Sicherheitsstufe wieder. Und aktuell schauen wir auch sehr, sehr gut aus. Die Sauberkeit scheint noch ein bisschen zu mangeln, aber mein Gott, ist halt so. Ich will mal kurz runter gucken, wie schaut es hier aus? Der ist ja 24/7 noch beschäftigt, das System hier. Aber eigentlich sollten wir jetzt relativ gut hier durchkommen. Durch die ganzen Umbauten ist das natürlich auch sehr gut automatisiert schon. Dann läuft das Zeug dementsprechend dorthin, wo es hin muss. Zack. Kommt hier wieder das Gepäck zum Prüfen an. Ich schick's gerne halt echt einfach hier durch, weil ich sage einfach, okay, aber ich will eine Sicherheit auch haben, wenn jemand zurückkommt, dass er keine Bombe dabei hat. Deswegen machen wir das so. Was wir jetzt dann auch mal umsetzen können, wäre das neue Terminal hier. Wir müssen hier jetzt dann auch zumachen, weil, wie gesagt, die Leute, die hier ankommen, sollen auch über den Hauptterminal rausgehen. Bedeutet, hier muss ein relativ großer Umbau bald geschehen. Das wird auch Sicherheitsgebiet und alles Mögliche. Deswegen machen wir jetzt als erstes den nächsten Schritt. Wir bauen ja unsere Terminals jetzt innerseitig um. Ich weiß gar nicht, was ich hier gemacht habe. Oder habe ich einfach nur die Wände übernommen, wie sie waren? Ich glaube, das war's. Dann tun wir jetzt mal die Sicherheitszone. Das ist jetzt keine Sicherheitszone mehr. Die Tür können wir auch entfernen schon mal, weil... Lass mal die Tür zugehen, jetzt ist es laut. Die Baumeister machen jetzt hier zu. Und wie gesagt, alles soll über dem Bereich hier abgewickelt werden. Also das soll halt wirklich dieses Gebiet sein, wo...
Pakete und die Koffer rauskommen. Und deswegen müssen wir die jetzt hier dementsprechend passend auch herrichten. Ich würde jetzt gerne mal hochschauen. Wie geht's euch? Das Ziel wurde nicht erreicht. Oh. Da, der hier will nicht innerhalb von 7 Tagen seinen Vertrag dann annullieren. Kommt zum Glück nicht auf unsere Kosten, so wie ich es bis jetzt verstanden habe. Und wir können noch mal ein bisschen Umbauten vornehmen. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge tun wir dann unten die Paketbänder mal erneuern, beziehungsweise das hier erst laufen lassen und dann hier anfangen, in der Mitte das große System aufzubauen. Alles wirklich schick umzubauen und dann vorzubereiten, dass wir halt wirklich diesen Bereich hier vorne fast nicht mehr benötigen und vielleicht hier dann das in den Mitarbeiterbereich umwandeln oder sowas. Wie gesagt, das ist unser neuer Haupteingang und der soll verwendet werden. Also, bis dann. Was, bin ich bescheuert? Ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen rum da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.